Ja gut, okay, dann ja, dann wollen wir jetzt in die Stadt zurück zum Schmied. Aber was Ja, machen wir jetzt und mit dem vielleicht können Kristall? wir bei dem Dings nachfragen, vielleicht. Wie hieß Bei er noch wem? gleich? Meinst Eben du von bei dem wir das dem. Phantombild gezeichnet haben. Meinst du bei Meister Pendragon? Meister Pentagon, genau. Pendragon. Pentagon. Also das Phantom habt ihr Pendragon. von Meister Ja. Isentur gezeichnet, Gesehen? aber gell? Genau, Isent, aber Ach wir ja, wollen doch denn diese der Leute. andere. Ja, der Pen. Ich Wollen. meine, ich. Oh, Der Pendragon. der Wir wollen's. Pentagon. Pendragon. Pentagon. Pendragon. Geh schon mal den Hügel runter und schaue, ob da, ich glaube, ich auf dem Weg irgendwelche Leute schon mal sehen kann, die vielleicht in unsere Richtung gehen wollen. Ah, okay. Dann mal zurück zur Stadt. Was Ui. soll denn? Ist ja nicht so, als könnte noch irgendwas passieren. Hallo, die Oh, Herrscher. Hallo. So. Wir machen also einen Waldspaziergang hier, natürlich, wir Achso, die Frau ehren Miro die umgebracht? Leute hier. Wieso ist denn die Frau da jetzt umgekehrt Die haben die umgebracht. Also, Ach okay. so! Ja, die haben die getötet, die Frau, ja. Oh. Ah ja, zuverlässig wie immer, als hätten wir gewusst, dass ihr hier seid. Elf, ihr habt eine Chance, ihr könnt gehen. Verschwindet. Wir wollen nur die Magier. Welche Oh Mann. Magier? Ach so. Kurz Teambesprechung, Jungs. Also, Ihr ich seid kann das also hier. keine Magier, ja? Nein, das sind meine beiden persönlichen Diener. Such! Gott verdammt, ich muss dir unbedingt den magischen Stab kaufen. Also der rastet komplett aus hier bei dem Zwerg. Bei dem Elf hat er gar nichts gemacht. Ja. Auch hier rastet er komplett aus. Wie Donald schon. Okay, stopp. Kann ich mit ihm reden? Berge. Kann ich mit ihm reden? Kann ich mit ihm reden? Hallo, Ja. Alter. Hass, 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 Hass. Aber Warum Hass? Hass, Warum Hass, Hass? Warum Hass? Hass? Töte ihn doch, Donner, töte ihn doch. So. Okay. Also, Elf, wie sieht's aus? Du Hass. hast 2 Sekunden, um zu verschwinden. Wenn du mich jetzt Ja. ditcht, dann leih ich dir Gut, nie wieder so viel Gold. dazu. Ist Warte, okay. was war nochmal sneaken? Ich wollte nicht Also, liebe Leute, du kannst nicht im Sichtradius von anderen. Ach so, okay. Also, liebe Leute, ihr habt jetzt genau 2 Möglichkeiten, was passieren kann. Die erste ist. Ihr legt alles ab, was ihr bei euch tragt. Dann kommt ihr mit uns und wir befreien euch von dieser Magie, die ihr als Ketzer verwendet. Die zweite Möglichkeit, und die ist mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, viel, viel lieber, ihr werdet hier alle sterben. Können wir sehen, ob einer von denen Magie verwendet oder spüren oder wie auch immer? Naja, ihr könnt es versuchen, Da ja. ist Das einer würde mit ich dem machen. Zauberstab. Ja, aber. Also ihr Magiebegabten wollt jetzt hier testen. Ja, gut, okay, ja. Okay, also Donner kriegt fast einen Schlaganfall. Hey, So, ich bin auch aber. magiebegabt, ich würde es auch spüren können. Ja, okay. Never mind, Oh, du kriegst fuck. auch einen Schlaganfall. Beiseite mit dir. So. Okay, auf jeden Fall, Aldenius spürt, dass 2 Leute aus der Gruppe Magie begabt Da. sind. Okay, Leute, 2 bei diesen Inquisitoren benutzen ebenfalls Magie. Ich nehme mal an. Also ich nehme mal Aha! an, ihr macht keine Aha! Ausnahmen bei Leuten, die euch beitreten, ja? Wir treten euch jetzt bei. Ihr dummen Heretiker! Ich Was wusste, hat er dass ihr gesagt? diskutiert. Ich wusste, dass ihr diskutiert. Es war mir klar. Aber das ist mir recht. Wir sind dead. Let's go. Ja. Fight! Aber es fehlt natürlich noch passende Musik für die Kriegs Sagen Sie, kann der Elf vielleicht noch irgendwie raus? Dafür ist es jetzt zu spät. Du hattest gerade deine Chance. So, okay. Ich nehme sein Schwert. Ich will sein Schwert. Zeigt jetzt auf diesen Magister-Inquisitor. Oh nein. Oh. Au. Alter, wir sind Oh so fuck, tot. ich hab die übersprungen. Wir haben nicht gespeichert, ne, Lul? Doch, Ich wir haben in gespeichert. der Stadt Ja, in der gespeichert. Stadt habt ihr gespeichert, Ah ja, genau. okay. Danke. Ja. Das hat's jetzt Ja. gebracht. Er könnte ausrutschen. Er könnte ausrutschen.
Ganz kurz hier ein. Wir sind so bad, let's go! Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Wow, nicht ach, schlecht. Daneben! Oh, Drorim. Naja, das hat's jetzt nicht so gebracht, ehrlich gesagt. Naja, es hat schon einen Schaden gemacht. Ja, stimmt. Es hat Schaden gemacht. Nee, hat's nicht. Aua! Mann, mir fehlt halt noch ein Finesse-Punkt, um eine bessere Rüstung tragen zu können. Ja, mir auch. Lass uns vielleicht den Magister fokussieren. Vielleicht hauen die anderen dann ab. Welchen? Die heißen alle Magister. Ach so. Inquisitor meint ihr bestimmt. Inquisitor meine ich natürlich. Ja, natürlich. Der Hund, der heißt Magiesuchhund. Magiesuchhund? Ja, er konnte Magie erschnüffeln. Okay, ich muss hier ziemlich schnell ein bisschen raus. Was könnte ich tun? Also ihr hättet eine Chance, wenn ihr den die physische Rüstung runterkloppt und ihn dann halt zum Beispiel umwerft oder so. Ja. Dann hättet ihr vielleicht eine Chance. Dann Günther, dann versucht die Magisterin dort hinten. Oder halt die normalen Magister. Günther, versuchst du jetzt Günther Eisenhower zu schwören, seinen Geist oder irgendwie, dass er ja die Leute wegprügelt oder wie? Gut. Wir haben es mit Magistern zu tun. Mit Magie kann ich hier nicht viel machen. Ich hoffe auf euch. Irgendwie. Oh mein Ansonsten Gott. Gebe ich mein Bestes, zumindest irgendwie zu unterstützen. Ja, geil. Voll verfehlt. Was ist das denn jetzt? Ach so, verfehlt. Ich war dazwischen. Ich hatte gedacht, das macht einen bisschen größeren Wirkungsbereich. Hat das verfehlt oder hast du einfach daneben geschossen? Ich habe einfach zwischen die beiden gezählt. Ich hätte nicht gedacht, dass es gar kein Wirkungsbereich ist. Aua! Nun gut. Ja, ein Zauberer! Ein Zauberer, Hilfe! Ziemlich warm hier. Der Feuerregen einfach aus Gott, Digga. Schreie! Vielleicht hätten wir den Trank doch gebraucht! Alter, dieser Schrei. Ist der Feuerregen jetzt einfach dauerhaft? Nee, ich hab zwei Runden oder so, Alter. Ja, aber dass man das visuell auch sieht, ist krass. Donner, ich glaube, euer Heilzauber und der Regen. Ja. Hören Sie mal, junger Mann, was ist das denn für eine Doppelmoral? Sie suchen hier Zauberer und zaubern selber, das ist ja wohl die absolute Frechheit. Ich bin dazu auserkoren. Ihr Ketzer werdet sterben. Oh, danke schön, Donner. Das Problem ist jetzt, ich darf wieder keine Luftkarten machen, ne? Jetzt in dieser Regenpfütze würde es euch selbst elektrisieren, ja? Ich könnte dieser Mix aus Regen und Feuerregen. Aber du kannst auf die andere Seite gehen, da ist keine Pfütze, glaube ich. Ich stehe in der Pfütze drin. Ja, aber wenn du auf die andere Seite gehst, dann nicht. Das weiß ich nicht. Glaube ich. Das war ein guter Start. Mehr oder weniger. Seht ihr eigentlich immer noch im Feuer, ne? Irgendwie im Dampf quasi. Dampfwolke. Okay. Aua!
Artemis gibt euer Bestes. Ja, er ist doch gut, er hat fast keine Rüstung mehr. Sehr guter Schaden, ja. Was auch immer das gemacht hat, ich weiß es nicht. Waffenfunkenschläger. Wenn du einen Gegner im Nahkampf triffst, springen Feuerfunken und andere Gegner in der Nähe. Ah, okay. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Hättest du vorher machen sollen, ne? Ja. Töte den Hund, töte den Hund, könnte. Ich meine, Adrenius, töte den Hund! Ja, der Ho. Stimmt. Stimmt, weg mit ihm. Putz die Pfütze! Nur leider komme ich da nicht gescheit ran aktuell. Schade. Was? Schade, der tötet mich! Nein, wartet, ich glaube, ich kriege ihn. Ich glaube, der tötet mich. Hm. Ah? Na, war nicht schlecht. Ich hab jetzt extra meinen Zauberstab mitgepackt, dass ich den mit dem Hammer vertrimmen kann. Oh, ich glaube, ich muss mal diese VFX-Effekte ein bisschen leiser machen. Kann sein, ja. Ja. Ich höre die ganze Zeit diesen Sound von dem Feuerregen. Auch ihn, haltet durch! So. Lächerlich. Ridiculous. Pathetic. Pathetic. So, okay, was machen wir denn jetzt mal hier? Das. So darfst du den Satz bitte nicht anfangen, Tim. Was haben wir eigentlich noch? Wiederbelebungsschriftrollen? Ja, Lizzie hat noch eine. Also einer darf draufgehen. Na, immerhin. Darf ich den Satz so nicht anfangen? Wie ich mir einfach nur vorstelle, wie Tim die ganzen Fähigkeiten durchgeht. Okay, das One-Shot in die Gruppe, das One-Shot in die Gruppe auch, das One-Shot in die Gruppe auch. Ach, ich mach mal das, was nicht ganz so ist. Nein. So, Elf, du bist frech und du hast die Chance nicht genutzt, zu verschwinden. Wow. Donner! Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Nee, du stehst hinter denen. Ich heile die, wenn ich da durchheile. Das kann ich nicht machen. Echt? Ja. Nee, ich glaube nicht. Nee, es geht nur auf Verbündete. Nein. Wenn du diese Kettenheal zum Beispiel machen willst, das geht nur auf Verbündete. Sollte funktionieren. Erinnert ihr euch daran, dass ich die Spinne schon geheilt habe? Ich glaube, das war mit... Was war das mit dieser Kettenheal? Ich kann leider nicht mehr sprechen. Ich glaube... Ich meine, wir können es versuchen, aber... Okay, warte, pass auf. Tim hat gesagt, das funktioniert. Habe ich gehört? Ich hoffe es. Wenn wir jetzt unseren... Okay, der hat... Ich habe keine Ahnung. Ich meine, selbst er hat keinen Schaden auf jeden Fall. Ja, aber der Hund heilt sich auf jeden Fall, oder nicht? Hund wäre doof, aber gut, okay. Ja, warte mal. Welche Fähigkeit ist das denn, Lizzie, die du da benutzen willst, wo du denkst, die dass andere Healing Ritual. Das ist dann nur das Heilritual, das macht dann nur. Das ist doch das, was nur Verbündete machen. Nee, die Wende das... bewegt sich auf Verbündete in der Nähe zu und heilt mit jeder Bewegung. Okay. Genau. Also halt alles, aber ich kann also vielleicht den Hund erst töten und dann. Ja, warte mal ganz kurz. Also ich würde anbieten. Die haben ja alle noch volles Leben da, außer der Hund. Ja. Wenn sie den Hund mitheilt, dann setze ich ihn wieder zurück auf das Leben, was er jetzt hat. Okay. Okay. Das klingt gut. Ja. Und das sind. Mal geguckt. Also für keine 4. Okay, 4 AP, ja. Man kann nicht. Ich glaube, ich muss. Ich bin mir relativ sicher, dass er nicht. Hier laufen und dann. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe so einen Totenkopf immer. Ja. Ja. Siehst du, der Hund wurde geheilt. Okay, krass, gut. Ich wurde aber auch nicht so krass geheilt, glaube ich. Ja, weil alle geheilt werden. Ja. Okay. Das war wirklich nicht viel. Utwin kann dir noch was über den Totenkopf erzählen. Das Flammenkristall. Oh, stimmt. Adelius! Diese Flammenkristall. Was hab ich da über dem Kopf? Da es ein Totenschädel ist, glaube ich, dass das nicht allzu positiv ist. Autsch. Ich hätte es aber geil gefunden, wenn du gesagt hast, ja, da es ein Totenschädel ist, würde ich sagen, das ist ein Totenschädel. So, jetzt hat er zumindest keine Rüstung mehr. Wir kriegen ihn bald. Jawohl. Ja, du hättest ihn erst schlagen und dann den Sturmbau machen sollen. Dann wäre er jetzt nämlich umgeschlagen, aber gut. Das war dumm von mir. Ja, das war das. Vielleicht kann ich noch etwas tun.
Stirb, Elf. Leb wohl. Ist nicht noch ein Heiltrank oder so? Das wird jetzt Zeit für das typische Anime-Protagonist-Power-Up in Notsituationen. Artemis, haltet noch etwas durch. Das hat mich auch getroffen, Lul. Lul, Seth the Dwarf. Lul. Ui, da. Damn, was ist da jetzt passiert? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ach, Flammenkristallos hochgegangen. Er ist explodiert, ja. Das war der Totenkopf, ja. Shit. Oh Gott, nun gut. Hinüber. Magie. Er hat gute Dienste geleistet, der Elf. Er hat viel Rüstung abgezogen. Ah. Magie, schön und gut, aber manchmal hilft die klassische Kunst des Hämmerns am meisten. Nice! Vor allem, wenn es um sowas wie magieresistente Inquisitoren geht. Dieses Schwert, wie das jetzt so nach oben gestreckt wird. Traurig, rennt auszusehen dagegen und stirbt. Ja, gut. Was macht dieses Conductive nochmal? Yay, Kuga fragt das jedes Mal. Das erhöht die, den Schaden von Luftattacken. Okay, okay. Auf den Gegner. Wir nächsten wir bräuchten den Counter. Wir bräuchten jetzt so einen Counter im Projekt, wie oft Kuga das fragt. So einfach so einen eingeblendeten. Was macht Conductive? Ach ja. Oh Mann. Achso, ich glaube, ich bin dran, ne? Ja. Ich muss was machen, ja, okay, der Conductive. Vielleicht hätten wir aufgeben sollen. Nur um gesäubert zu werden, ich glaube nicht, dass sie was Gutes mit uns vorhaben. Donner, habt ihr noch irgendeinen Ass im Ärmel? Oder einen Zauber? Er holt jetzt so eine Karte raus, so eine Asskarte. Also bei der Handtasche würde mich nichts wundern. Einfach so ein Joker raus. Also ohne Reverse-Card, ne? Das war der Gelegenheitsangriff. Das war der. Das ist aber frech. Der Rückencrawler für Stammkunden. Ja, aber ich hab. Nein! Er macht irgendeine Random-Sache! Ich bin also. Scorchard? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie random gerade irgendwas getan, ich weiß nicht. Ich glaube, du bist durch das Feuer nochmal durchgelaufen? Ja, ich bin gelaufen. Ja, ja. Ist einfach gelaufen, da kriegst du mit jedem Schritt natürlich den Dot. Ich habe aber nichts gemacht, das war der jetzt von alleine. Ja, genau, das war automatisch, ohne Input. Nee, wirklich, kein Scheiß. Ja, auf gar keinen Fall, der ist von ganz von alleine, ohne Input gelaufen. Ja, willst du mich jetzt verarschen? Nee, das mache ich total ja. Eieiei. Also ich hab's in der Aufnahme, dass ich gerade nichts gemacht habe. Der ist wirklich einfach gerade gelaufen. Und ja, vielleicht wurdest du gefiert oder sowas, weißt du? Ja, ja, wahrscheinlich. Aber ich hab's gar nicht. Okay, also du sagst, du bist ohne Eingabe 100%ig, 1000%ig gelaufen. Das ist ein Spielbug gewesen, ja? Oder es war eine Fähigkeit von einem irgendwie gefiert, wie es Jan gerade gesagt hat, dass ich jetzt einfach gesilenced habe und jetzt nichts machen konnte. Was hast du denn da noch für einen Statuseffekt? Irgendwas hast du da noch? No Scorch, also das Feuerschaden. Na gut. Ich weiß nicht, wie viel Damage hattest du genommen? Ich weiß nicht, ich glaube locker. Also ich hatte glaube die Hälfte des Lebens hatte ich glaube ich noch. Jetzt habe ich noch ein Zehntel oder so. Ja, genau so viel. Ja. Das ging jetzt auch alles so schnell. Also ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, was ehrlich gesagt passiert ist gerade. Da habe ich einfach irgendwo hingekriegt. Nee, Alter, ich kann dir die Aufnahme dann zeigen. Ich habe wirklich nichts gemacht. So. Der Inquisitor ist in Gefahr, ja. Oh, eine Bubble. Ja. Ich habe aber auch schon eine absolut insane Kamikaze-Aktion gebracht, oder? Ja. Das warst nicht du, das war das Flammenkristkind, du. Ja, also ich bin in die reingelaufen. Mhm.
Tja, mehr ist wohl. Also ich fühle das irgendwie, dass wir ein Level verlieren, definitiv. Jetzt sei doch nicht so pessimistisch hier. Genau. Der das Typ, stimmt. Der da tot am Boden liegt, sollte mal lieber nicht so pessimistisch über unsere Situation sein. Oh, schöne Versteinerung. Das sah jetzt kurz so aus, ob du einen Gangnam-Style machst. Dankeschön für die Rüstung, Donna. Kein Problem, kein Problem. Wow. Nice. Den hat's echt zerfetzt. Und das Knochen? Okay. Ja. Siehst du, ich habe jetzt nämlich auch alle meine Sterne, alle Aktionspunkte habe ich jetzt zur Verfügung. Nice. Tja, ich sehe leider in dieser Bubble nicht diesen einen Dude. Das ist halt ein Problem. Du kannst, wenn das du Alt, oder? Nee. Über der Tab-Taste, wenn ihr die Taste einmal drückt, dann werden alle Charaktere Toten. Ah. Nur die Toten. Nur die Toten. Nein. Nee, über Tab. Nur die Lebenden. Dieser Pfeil nach oben. Unter ja, Escape und über Tab. Links neben der 1. Nee, passiert gar nichts bei mir. Ich hab drauf drücke. Dieses Zeichen hier, Koga. Ja, das Dachzeichen. Ich weiß, ich passiert aber nichts bei mir. Ja, okay, auch gut. Also, ich sehe den in der Bubble auch nicht damit. Tatsächlich. Okay, ist ich sehe den schon. Versteckt. Ich sehe den. Was? Nicht. Nee, weil ich tot bin? Das könnte sein. Ich bin nicht gehighlightet. Werdet ihr gehighlightet? Fort, hässlicher Schurke. Und die anderen auch. Das war wild. So tot geprügelt, Junge. Jetzt ist nur noch der Inquisitor übrig. Irgendwo in dieser Bubble. Ja. Da ist er. Hä? Ah, wo? Ich sehe den nicht. Ich sehe den auch nicht. Wahrscheinlich, weil der im Nebel in der Rauchwolke steht oder so. Deshalb sehe ich den vielleicht nicht. Der ist in der Rauchwolke. Ja, der ist okay. So halbtransparent dargestellt. Dieser Schuft muss getarnt sein. Gut, da ich gerade in Flammen stehe und ich nicht unbedingt in den Nebel laufen will, verstecke ich mich mal ganz kurz hinter dem Zwerg. So ganz beiläufig, ja, da ich gerade in Flammen stehe, lasse ich das jetzt einfach mal. Adin ist out. Ah, jetzt sehe ich den auch wieder, okay. Ja, ah, da ist er. Oh, wenn ich dich gesehen hätte, ich hätte dich so fertig gemacht. Ja, oh shit. Donner, beschütze mich. Oh, danke, Donner. Alter. Alter. Du bist halt echt in der Zwergefrau versteckt. Und es wirklich geklappt hat. Ah, Mist, das kann ich leider nicht nutzen. Egal, ich geh nochmal hin. Ich will doch jetzt nicht den Rambock hinterher schieben. Mit so hatte ich auch gar nicht. Okay, oh, gut, jetzt, wo war ich stehen geblieben? Stimmt ja. Resurrection Scroll benutzen wir, ne? Wenn du dich jetzt wieder vor mich stellst, kann ich vielleicht gleich so ein Healing-Gelöt machen, ne? Was ist mit der Resurrection Scroll? Die kann man nicht mit Fight benutzen, richtig? Doch, ihr könnt die im Kampf, doch, wenn jemand eine hat. Wir haben aber leider keine. Doch, haben wir. Doch, wir haben eine. Ja. Endlich habe ich seine magische Verteidigung reduzieren können. Ich kann das auf ihn wirken. Ja, nur Donner- Feuer solltest du nicht auf ihn wirken. Ja, stimmt. Also, oh. Lizzie hat ihn geheilt, kann das sein? Nee, Lizzie hat dich geheilt, obwohl du tot bist. Das ist irgendwie interessant. Nee, er hat nur dich und mich geheilt. Ich habe drei Heilzahlen gesehen bei uns, jetzt in Dreieck. Eins ist ja, ging sie auf deinen selber. Geist. Nee, sie sich selber, nee, dich und mich. Nee, ich meine jetzt, ich habe drei Heilzahlen bei uns da vorne gesehen, also abseits von ihr da hinten. Der Geist wurde, glaube ich, wirklich irgendwie geheilt, obwohl es der ja keine Lebenspunkte kriegen kann. Also okay. Der Magister hat nichts bekommen, aber irgendwie der Geist von Artemis, obwohl das ja nichts bringt. Oh, schön, Versteinerung. Den nehmen wir jetzt so mit, oder? Jetzt, ja, den stellen wir nicht. Wenn wir irgendwann das Haus haben, stellen wir uns in den Garten rein, ne? Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ob es gut ist, Stein zu elektrisieren, aber ich habe es mal versucht. Ansonsten kriegen wir das hin. Ich will sein Schwert, ich will sein Schwert. Der ist noch nicht mal tot, wir unterhalten schnell mit dem Blut. Der hat doch kein Schwert, oder? Natürlich. Hä? Das ist nicht Schwert. Hä? Das war dieses fette Schwert an, was der hat. Wo? Bin ich blind? Bei mir hat er kein Schwert. Bei mir hat er auch kein Schwert. Also ich sehe ein Schwert. Bei mir kämpft er mit Händen und Füßen. Ja. Okay, echt? Ja. Ja. Der hat so ein Langschwert.
Ach so, okay, okay. Nee, bei mir ist Hände und Füße. Bei mir ist er so ein Ninja. Bei mir hat der Kroge auch einen fetten Roundhouse-Kick ins Gesicht gegeben. Okay. Das ist interessant. Die sehen mein fettes Zweihandschwert gar nicht. Aber das doch, ist doch dein Sicht. Das ist kein. Das ist halt einfach auch vom Modell her das. Nee, das ist nicht das gleiche, was Kroge hat. Ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Claymore gewesen. Der verwendet hat. Ja, ja, ich glaube. Ja, oder ich sehe es halt nicht. Warte mal. In den Hinterbusch, man sieht. Nee, stimmt, der hat keinen. Ah, ich sehe zumindest dieses Langschwert. Ich auch. Ja. Das ist auch so leicht in Flammen, so. Nee, also der hält gar nichts. Wow. Oh, shit. Vorsicht. Aua. Nein. Oh, das ist jetzt schlecht. Du musst ihr die Resurrection Roll abnehmen. Sie hat eine? Ja. Ich hab eine. Ja. Alter, wie der Zwerg da weggebrannt wurde, Alter. Das nimmst du zurück. Nächste Runde bist du da. Okay, gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei Donner die Resurrection Roll nehme? Ja. Gehst jetzt rein und nimmst dir die. In ihren toten Körper. Kannst du mich denn auch instant resen? Gut, in diese Runde wahrscheinlich schon mit Lebens. Ja, meine ich ja. Mit Punkten. Also kannst dann kann Rolle, ich wieder healen, dann sind alle meine Zauber wieder ab. Kannst du da in ihr Inventar ran oder muss ich das machen? Ich glaube, das müsstest du machen. Ich kann da, glaube ich, nicht ran. Dass du mir das gibst. Ich meine, ich habe jetzt schon einen Punkt verbraucht, um hinzugehen. Du kannst mir von mir jetzt nochmal einen Punkt abziehen dafür, dass ich jetzt eher die Sachen rausgenommen habe. Nee, ist schon okay. Okay. Alles klar. Dankeschön. Dann, nee, Warnkönig verwendet werden. Ich habe jetzt zwar das Ding, aber da ist so ein Handsymbol davor. Ja, yeah, das ist das, was du beim Händler nicht verkaufst. Da musst du Shift und draufklicken einmal. Shift drauf. Oder geht aus Waren entfernen. Jetzt geht's, okay. Okay, Donna, ich hole dich zurück. Oh Gott, direkt ins Feuer. Das war's direkt ins Feuer. Nice. Nicht so gut. Ich bin gleich wieder dead. Könnt ihr euch noch an die Regenschiffrolle erinnern, wo ich gesagt habe, die brauchen wir garantiert nicht, weil Donna Regen wirken kann? Kann ich auch. Ich glaube, das war nicht die beste Idee. Problem ist, sie überlebt das doch jetzt nicht, oder? Ich weiß nicht, kriegt man den zum Rundenwechsel den Damage? Weil ich bin noch vorher einmal dran. Runde. Ihn, sobald sie dran ist. Sie hat 9 Lebenspunkte und bekommt 15 Schaden durchs Brennen. War da wirklich noch ein Feuer? Nee, ich glaube, wenn sie beendet, kriegt sie erst den Schaden. Das werden wir gleich rausfinden. Scheiße. Oh Mann. Alter. Fuck. Das ist echt... Jetzt wurde die gewastet und verlieren wir beide Level. Nein, einer verliert ein Level. Nee, oder? Doch. Nein, obwohl. Nee, weiß ich gar nicht. Also okay. Im Fall, wenn ihr alle sterbt und wir einen vorherigen Spielstand laden müssen, dann verliert einer ein Level, genau. Und wenn jemand wiederbelebt wird von mir, also weil ihr keine Rolle habt zum Beispiel, dann verliert der Wiederbelebte eine Rolle. Das heißt, wenn zwei wiederbelebt werden von mir, dann verlieren beide ein Level. Da! Erstmal den Typen nochmal umhauen. Also ich habe jetzt aus der leichten Elementaristin noch eine Wiederbelebungsschriftrolle gezogen. Also ich kann jetzt gleich nochmal jemanden wiederbeleben. Ich glaube, es wäre besser gewesen, das Wiederbeleben später zu machen und erstmal den Typen zu finishen, weil ich glaube, das kriegen wir hin. Meinst du? Ja. Ich glaube, ja. Okay. Ich habe das Feuer halt unter mir gar nicht mehr wahrgenommen. Sagte sie, während sie im Kochtopf sitzt? Ich hab das auch irgendwie nicht mehr gesehen. Ich meine, es ist vielleicht noch leicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Effekt nochmal hat. Also ich belebe jetzt Jan wieder, weil Lizzie ist zu weit weg. Aber ich habe auch noch ein HP, ne? Oder? Nee, ich glaube nicht mit einem, aber du kommst auch nicht mit vollem HP wieder. Also du solltest ihn nicht in irgendeiner Feuerfläche wiederbeleben. Hat mich auch überrascht, mit wie wenig HP man wiederbelebt wird. Das war wirklich... Okay, ich weiß nicht.
Ich habe, glaube ich, auch keinen Trank. Doch, habe ich. Warte, warum habe ich den nicht in meiner Leiste? Leiste. Schön. Ich will meinen Leisten ziehen. Die Geräusche immer auch, wenn man gleichzeitig brennt und elektrifiziert ist, ne? Bei ihm brennt aber jetzt nichts in der Nähe, oder? Ich glaube, er brennt nur selber. Oh damn. Ja. Oh damn. Der Elf ist wieder da, sieh einer an. Warum kann ich das nicht auf mich usen? Adrenalin. Ich glaube, wenn man Steuerung gedrückt hält, wenn man eine Fähigkeit auswählt, dann wählt man sich automatisch direkt als Target. Stich ihn ab! Stich ihn ab! Ja! Einfach keine Ahnung. Ich habe eine Fähigkeit aktiviert. Ja, ist ja schön. Also 10-mal hochbuffen und die Runde beenden oder so. Du hast ihm doch Schaden gemacht, ist doch gut. Warte. Ja, aber ich hätte ihn auch killen können. Weil ich glaube, Flurry benutzen können, dann wäre er ja in dead. Seinem Zustand könnte es sein, dass er jetzt gleich untergeht. Reicht er dort oder reicht er nicht? Kannst du nicht noch einfach mal eine normale Attacke noch drauf machen? Nee, das kostet 2 Punkte, ich habe noch einen. Ja, dann spar dir doch den einen Punkt. Ja, mach einfach Runde beenden, dann schauen wir weiter. Ja, es hat nicht gereicht. Alter, der hat locker nur noch ein HP. Er hat ein HP oder so. 0,1. Pass auf, der hielt sich jetzt noch hoch. Geh drauf. Aber ich glaube, er wird jetzt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie gut, ey. Zu schwach. Ja, genau, der schwächelt jetzt so vor sich hin, versucht so dieses Schwert noch irgendwie in seine Richtung zu heben, aber er kriegt es nicht mehr hin. Bei mir tritt er übrigens die ganze Zeit nicht. Kann das sein, dass deswegen auch vielleicht was anderes ist? Ich mag Feuer nicht. Magie. Nein, was mache ich? Was tue ich? Ja. Gib auf und du sollst am Leben bleiben. Der Typ brennt. Ich glaube, selbst wenn er aufgibt. Naja, gut. Von so einem hinterlistigen Zwerg wie dir, da lasse ich mir gar nichts sagen. Draurim guckt sich jetzt wieder um, ob er hier noch einen anderen Zwerg sieht. Oh nein. Den Zwerg nehme ich noch mit. Nein! Den Zwerg nehme ich noch irgendwie mit. Hier ist doch gar kein Zwerg. Er ist verrückt, er ist verrückt. Denke ich nicht. Ich krieg den nicht. Oh weia. Oh oh. Oh mein Gott. Oh shit. Wir sind beide dead. Das wird knapp. Ich rette euch. Nein, das darf doch nicht. Was hat der Tod abgewehrt? Ich fass es nicht. Hat irgendwer bitte Healpots? Wir brauchen Healpots, bitte. Bitte! Shit, ich möchte nicht mehr. Ich will also nur nach Hause. Ich will nach Hause. Als ob jetzt drauf. Alter, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das wird schlecht. Nein! Oh Mann! Das ist unglaublich sein! Deswegen wär's, genau deswegen wär's besser, sich die Resurrection Scrolls einfach bis zum Ende aufzuheben. Das gibt's doch nicht! Was? Du bist auch noch dead? Das, was einfach vom Dot dann noch übrig war, weil wir keinen Heal mehr haben. Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Jetzt war kein Scheiß, ich weiß nicht. 2 oder? 3. Also wenn letzte Chance, vorbei. Also erstmal bekommt ihr jetzt allen Level Up. Ja, und wir kriegen alle jetzt wieder more or less. Level ab. Also wenn wir jetzt wirklich nur so eine Rolle haben, dann wäre es fast schon überlegenswert, ob wir in der Stadt nochmal neu laden, ne? Das sehe ich jetzt anders. Ja, weil du noch am Leben bist, ja. Ja, weil er ein Schwert gefunden hat. Ja. Ach, das könnt ihr jetzt aber sehen, das Schwert. Ja, das können wir sehen. Das habe ich im Tag gesehen von ihm gerade.
wie ich halt ja. echt noch gestorben bin an dem Scheiß, das gibt's doch nicht. Aber warte ja, mal, es verliert doch nur einer ein Level jetzt, nee, oder? Alle. Deswegen nee, alle meine ich ja, es wär auf jeden Fall besser, wenn aber wir dann laden würden. Moment, es wäre jetzt trotzdem ein Gewinn zum Laden, weil, wenn ihr jetzt ladet, seid ihr alle Stufe 4 und einer verliert eine Stufe und mit einer Stufe 3 wäre. Jetzt würdet ihr alle ein Level abbekommen. Das würden jetzt natürlich 3 nicht bekommen, aber dafür würdet ihr Stufe 4 bleiben und hättet einen auf Stufe 5. Das wäre natürlich eine bessere Situation, als wenn ihr laden würdet. Also das nur zum Bedenken. Das ist true. Ja, gut. Dann machen wir das so. Geh doch einfach in die Stadt ein paar Rollen kaufen. Ist so. Ja, das ist natürlich... Kann ich das machen? Nein, das geht natürlich nicht. Warum ist das Bucket? Weil eure Leichen bis dahin verfault sind und nicht mehr wiederbelebt werden können, wenn ihr so unbedingt mit der Lore hier haben wollt. Powerfauling, das ist aber gar nicht so richtig. Okay, also, dann machen wir das so. Oder wollt ihr doch laden? Ja, oder? Mir ist egal. Ja, machen wir das so. Wie sie erstmal jetzt diese Rüstung dort an. Ey, ich find's so froh, dass ich diese Drecksrüstung jetzt tragen kann. Hast du das Schwert überhaupt mal angeguckt, wie krass das ist? Ja, das hat zwei richtig insane Fähigkeiten. Na gut, auf sie mit Gebrüll gibt jedes Schwert, aber... Eine Firebrand, ne? Ich halt wirklich den Kampf und geh nachträglich durch den Dot drauf. Ich glaube, ich brauche wirklich meine Heilfähigkeit oder sowas. Ich habe auch keine Tränke mehr. Der Trank hat mir auch keine. Ich glaube, Tränke werden wir... Stimmt, wir hätten eigentlich Tränke mitnehmen sollen, bevor wir los sind. Es war auch turbodumm, dass ich dann nochmal gestorben bin. Ja, das ja, stimmt. In Zukunft müssen wir mit Wiederbelebungsrollen rumgehen, als wäre das hier heiliges Toilettenpapier. Also nicht mitten im Kampf wiederbeleben, außer es ist absolut notwendig. Beim Blutfall lieber laden, als die Möglichkeit zu verlieren, als hier dir wiederbeleben aber zu können. Aber es wäre ja schon smart gewesen, weil ich konnte euch ja dann easy wieder heilen. Nur wir haben halt das Feuer nicht gesehen. Okay, also ich habe bei diesem Inquisitor habe ich einen Auftrag gefunden. Ich lese euch das mal kurz vor. Sie sind auf dem Weg zum Friedhof. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Tarnung aufgedeckt wird. Noch nicht. Bietet ihnen daher erst an, sich reinigen zu lassen. Wenn sie nicht sofort zustimmen, dann beseitigt sie. Bringt mir, was sie bei sich tragen. Finsterlord Disere. Das ist die gleiche wie auf der Notiz. An Finsterlord Disere. Aber von Finsterlord Despia. Also, offenbar hängt hier die... Die Magister hängen da mit drin. Artemis, kannst du nicht die Leiche anknabbern, um zu gucken, ob du da mehr rausfindest? Ja, vielleicht über weitere Personen oder so? Die ist so verkohlt. Was ist denn mit der hier hinten? Ich glaube, die hier hinten, die könnte ich mal anknabbern. Ja, knabber mal die Frau an. Also du isst die jetzt, ja? Ich esse die eine, ja. Mist. Oh. Ich hätte jetzt übrigens jetzt einen Zweihänder übrig, also wer den haben will. Da kann wahrscheinlich niemand von euch was damit anfangen, oder? Nee, brauch irgendwie mein neues Mage-Equipment. Weil mein Stab macht halt 3-4 Schaden, das ist echt mau. Jetzt hab ich endlich mal eine vernünftige Rüstung, ey. Wer hat mir eigentlich das Ritual-Buch gegeben? Das hab ich was hin drüber geschoben. Das ist eins von den Beweisstücken. Ah, okay. Oh, dankeschön. Dann möchte ich nochmal versuchen, an dem Inquisitor zu knabbern. Weil der war ja der Hauptanführer von den Boys. Okay. Und ich sage denen, dass ich nichts Besonderes über die Frau herausfinden konnte. Das ist eine Lüge, Safe Call. Also mit dem Inquisitor ist es leider so, dass genauso wie mit der Leiche dort oben, weil das halt einfach nur noch Asche ist, wie man ja offensichtlich sieht. Kannst du da leider unmöglich, egal wie sehr du dich anstrengst, was herausbekommen. Ich dachte, das ist nur schön knusprig. Nee, der ist gut durch. Der ist well done. Oh mein Gott. Bitte? Joke zu seiner Zeit gebracht. Der ist einfach nur well done, habe ich gesagt.
Aber seht ihr denn jetzt das Schwert auf Draurims Rücken? Ja. Okay. Ja. Weil das ist das gleiche Schwert, was der Inquisitor hatte und da habt ihr es ja nicht gesehen. Interessant. Sieht aber auch schon wild aus. Warum greift er in die Flamme rein? Und in die Klinge. Ja. Vielleicht, weil er dumm ist. Okay. Oder es heißt, auf Zwergisch ist heiß. Kann auch sein. Ja, ist heiß. Aber Draurim ist ja kein Zwerg, also von das daher. Stimmt, auf kleinen menschlichen Angriff. Bei dem anderen Schwert ist es halt so, da ist halt noch so ein Griff dran. Da macht das mehr Sinn, dass der dorthin greift irgendwie, als jetzt bei dem, wo kein Griff dran ist. Aber ja, das stimmt. Dann werde ich das Schwert, was ich mir vorhin erst gekauft habe, direkt wieder verkaufen. Ob du wohl noch denselben Preis dafür kriegst? Glaub nicht. Einmal gebraucht, abgenutzt, direkt zurückgegeben. Abgenutzt. Ja? Warte, was ist mit der Frau da oben? Die kannst du jetzt auch nicht mehr anknabbern, ne? Die Frau hier habe ich angeknabbert, die hier. Die trauernde Frau. Ach so. Was soll denn die trauernde Frau damit zu tun haben? Warum soll ich denn diese trauernde Frau an... Ja, warum sollten sie umgebracht haben? Ja, weil sie im Weg standen. Hm. Guckt euch mal bitte deren Füße an. Also bei mir stehen die so richtig komisch auseinander. Ja. Genau. Das ist die relevante Information hierbei. Also du willst sie nicht anknabbern. Ich mal einen ganz kleinen Bissen. Nur so ein Augapfel so, oder so. Ja. Der Unterarm. Der sieht saftig aus. Warum soll ich die ganze Zeit Menschen essen? Das ist auch nicht lecker. Ja, aber es ist für die Gruppe, also. Oder nicht? Soll ich jetzt wirklich diese arme Frau anbeißen? Wo ja, habt ihr jetzt plötzlich ein Gewissen, Herr Artemis? Ich wollte es gerade sagen. Und dann beißt er einfach die halbe Frau auseinander. Alter, direkt die halbe Gäste, ey, holy moly. Einmal mal in der Mitte durch, ey. Aber wie so ein Schrimp, wenn man aufmacht, einfach so einmal durchbrechen, da einfach und auszutschen. Bah. Noch da? Oder? Ja, ich bin da, du hast. Ja, ich hab nicht gehört. Also du machst es, hab's nicht gehört. Ja. Du weißt in die Frau, okay. Ja. Die okay. Frau. Also die gibt euch keine, oder die gibt dir keine verwertbaren Informationen. Das ist halt eine Frau, wo der Mann am Hafen gearbeitet hat in der Stadt und der ist gestorben und die war halt hier zum Trauern. Und das letzte Bild, was du von ihr bekommst, ist halt, dass die Magister hier zum Friedhof gekommen sind und die hat sich noch gewundert, war leicht erschrocken und wird dann einfach von denen umgenietet. Ohne besonderen Grund, also vermutlich einfach, weil sie wirklich hier im Weg stand und Zeugin gewesen wäre oder was auch immer. Ich kann nur sehen, dass die Magister sie einfach umgebracht haben. Hm. Mehr nicht. Hm. Während Artemis das so sagt, gehe ich mal so zu diesem Schrein und gucke mir den mal so genauer an. Aha. Okay. Brecht ihr den gerade auf? Nein. Was machst du da? Guck dir das mal an. Guck dir diesen Schrein doch mal hier genauer an. Ich wette, da ist irgendwas zu holen. Oh, Mensch. Schau dir mal an. Ist aber frech. Ja, wartet mal. Ich habe ein bisschen Gold da drin gefunden. Sekunde. Oh mein Gott, what? Warum hat er Gold im Sarg? Wie viel Gold hast du da drin gefunden? Ein bisschen. Ach du Scheiße. Aber jeder von euch kriegt natürlich was davon ab, ist ja ganz logisch. Na gut. Ich meine, im Falle können wir alles immer noch auf die Magister schieben, die hier lagen. So. Bitteschön. Ich meine, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht, wenn einer das Gold dann hat, oder? Was hast du denn für ein cooles Schild, ey? Nicht schlecht. Ja, habe ich mir hier gerade geklaut. Ja, cool. Sieht gut aus. Danke. Du auch. Oh, danke schön. Hast du heute Abend schon was vor? Okay. Ich gehe mal lieber aus. Ich gehe auch mal ganz schnell weg hier. Ja, also wir können das mit dem Gold halt schon so machen, dass wir
Das ist halt eine Person bekommt. Das Problem ist, wenn die eine Person abkratzt, dann ist halt ja, schwierig. Also, mir ist egal, ich dachte nur, weil du gerade so viel hast. Der ja, wir können das darüber philosophiert. Ja, wir können das mit dem Geld gerne schon machen und so rückläufig streckt er seine Hand aus und saugt sich irgendwas mit Telepathie rein. Ja gut, dann gib mir mal euer Geld, dann bin ich jetzt der Kassierer. Der Kassierer. Der Geldverwahrer. Und wenn ihr Geld braucht, dann sagt ihr mir einfach Bescheid. Okay. Ja, du bist ja dann wahrscheinlich ja, du kannst ja auch shoppen. Eben. Ja, okay, dann machen wir das so. Ich sag, wenn wir jetzt hier schon Gräber rauben, dann können wir auch alles rauben. Ja, okay, wir sehen uns hier. Wir werden ja gerade nicht gesehen. Ich meine, wir können auch die anderen Gräber aufbuddeln, ne? Ja, solange gerade niemand hier ist, warum nicht? Ja, ja, wir rauben die ganzen Gräber aus. Mir geht es nur immer darum, keine Aufmerksamkeit zu erregen, aber wenn keiner zuschaut, was soll's. Junge, wie wir jetzt echt alle Särge hier plündern. Mega. Herr Traurim, ich habe noch etwas Gold gefunden. Ah, das ist ja wunderbar. Sehr gut. Also ich glaube, von dem Gold werde ich erstmal ein paar Wiederbelebungsschriftrollen in der Stadt für uns kaufen. Die Grabständer. Also da ist nichts vergraben, du brauchst nur einmal graben. This grave, Hela, this grave. Das funktioniert wirklich mit der Schaufel? Ja, klar. Okay. This grave is unmarked. Also in den Gräbern ist hier nichts. This grave is unmarked. This grave is unmarked. In den beiden Särgen war was drin. Oh. Cool, und ist eine Statue. Vor allem wie unreal da einfach halt so irgendwelche Leichen liegen, so, also Skelette liegen, als ob das so. Oh, das ist irgendwie komisch hier unten. Ah. Bei dieser Statue, oder? Ja. Ja, okay, also wollen wir jetzt erstmal in die Stadt zurück? Vielleicht sollen wir dem Hauptmann sagen, dass uns die Magister angegriffen haben. Ja, das halte ich auch für wichtig. Wollen wir speichern? Haben wir, glaube ich, schon nach dem Fall. Ich habe gerade gesagt. Aber können wir jetzt uns auch nochmal. Die Frage ist, ob wir jetzt überhaupt wieder in die Stadt reinkommen. Warum denn nicht? Ich denke schon. Ja, vielleicht sind ja Magister da draußen auch schon am Warten. In der Stadt habe ich, glaube ich, keine gesehen. Aber vor der Stadt? Da stand doch ein Inquisitor vorne, der uns angeschissen hat. Als wir reingegangen sind. Ich glaube, das war eine einfache Stadtwache, oder nicht? Nee, ein Inquisitor stand da. Okay. Das war ja der, der nicht so Bock hatte. Nicht so Bock. Ja, dann los. Also ihr wollt dahin, ja? Auf nach Vigard. Ich schwöre dir, wir werden so gelurcht. Nee, der Hauptmann der Stadtwache hat, wir haben ja das Wort des Hauptmanns der Stadtwache, also alles gut. Aber es sieht so aus, als wären die Inquisitoren alleine unterwegs. Tim, isst du irgendwas im Hintergrund? Ja. Okay. Hört sich an, als würdest du Sand essen. Das tue ich auch. Schmeckt sehr lecker. Lalala, wir wollen in die Stadt. Lalalala. Hallo. Ganz unauffällig. Guten Abend. Hey da. Auf der Durchreise. Dankeschön. Ja. Okay. Ich würde nochmal ganz kurz zum Schmied gehen und das Schwert zurückgeben, was ich vorhin gekauft habe, okay? Jungs, Hilfe! Ich kletter auf den Turm. Hä? Wo hast du den Turm hochgeklettert? Wo ist hier nochmal ein Schriftrollenhändler? Na, der war da ja hinten. Der war da hinten. Vom Tandhändler. Ja. Ah, okay. Guten Tag. Hier schon wieder. Bitte. Ich möchte dieses Schwert zurückgeben. Es hat mir keine guten Dienste geleistet. Ja, klar. Es ist total abgenutzt. Die falsche Größe. Oh Mann. Ja, ich kaufe euch das natürlich wieder ab. Ist ja gar keine Frage. Oh Mann, ich überlege jetzt, ob ich mir jetzt einen schweren Kettenpanzer hier kaufe und dafür die Klamotte, die ich jetzt habe, an einen von euch gebe. Haltet ihr das für einen sinnvollen Deal? Denkt ihr, die passen mir? Naja, Moment.
Was hier? Donner, pass mal auf. Hier, guck dir das mal an. Zieht sich einfach aus neben Donner. Mitten auf der Straße, ey. Na, ich muss nur einen Finesse-Punkt haben. Also hast du den Finesse-Punkt, oder? Nee, nee. Ach, shit. Das wäre das Level-Up gewesen. Ja, Mist. Wer hat noch Finesse? Ich, aber ich habe ja einen. Ach ja, okay. Und da hat Denius auch nicht, ne? Ich habe keine Finesse, ne. Das ist schlechter als das, was ich habe. Na dann, Donner, möchtest du das trotzdem behalten? Ich kann es erstmal mitnehmen, aber ich wäre halt sehr verbunden, wenn wir irgendwie eine bessere Waffe für mich finden würden. Na gut, okay, dann. Na, du hast recht, das hat Priorität. Da muss ich mich jetzt erstmal hinten anstellen. Du hast absolut recht. Okay. Dann, dann würde ich sagen, erstmal zum Schriftrollenhändler, oder? Mhm. Gut. Dann kaufen wir uns erstmal ein paar Schriftrollen hier. Hallo, Eckbert. So richtig beiläufig. Ah, warte, wir müssen jetzt gleich nochmal gucken, wer von euch da jetzt Sympathiepunkte bei dem hatte. Vielleicht muss Ardenius dieser. Ja, eben. Deshalb muss Ardenius das kaufen, weil der hat Sympathiepunkte plus einmal auf Tauschen. Ich meine, ich hab, du hast und Atem, du hast doch auch welche bekommen nachträglich. Nee, ich hab keine, die sind abgezogen wieder geworden. Entschuldigung. Hier ist doch, hier ist nicht der Spellhändler, doch. Aber ich wollte nochmal gucken, wie teuer der Dreizack war. Ja, guck mal, wie teuer der Dreizack war. Ich gucke in der Zeit mal bei dem Händler eben den Schiff. Ja, bei dem habe ich gar nichts gemacht. Ja, okay. Oh. Hallo. Ach, der hat nur 2 Wiederbelebungsschriftrollen und ja, die sind 576 Gold. Kosten die? Ne, 2 wahrscheinlich. Aber beide, ne? Ja. Ach so, beide zusammen kosten. Ach so, na dann geht das. Beide und da doch diese Sonderaktion, dass man eine bekommt oben drauf. Das ist ja unsere Neukundenaktion, also die gilt ja nur einmal. Ja, aber ich habe ja nichts bei ihnen gekauft. Ihr wart ja in der Gruppe zusammen. Wollt ihr mich hier über den Tisch ziehen oder was? Naja, Moment, also ich habe von diesem Vorteil nicht profitiert. Also gleich können sie wieder gehen, da verkaufe ich ihnen gar nichts mehr. Krummelt jetzt so vor sich hin. Ich nehme Draurim einmal kurz zurück. Ich zieh mal kurz zu mir, so ganz, so zum Ohr und sag: Wir können ihm das auch notfalls klauen, wenn du möchtest. Draurim überlegt kurz. Wir sollten vorher speichern. Okay. Moment, ihr könnt nur laden, wenn ihr alle tot seid, ne? Ach, scheiße. Ich glaube, so stand das in den Regeln, oder? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. War das so? Aber ich guck mal eben nach. Sonst springt ihr alle von der Klippe und dann passt das. Weißt du, das Problem ist, also kannst du jetzt quasi anhand deiner Abilities aber sicher vorhersagen, dass der Diebstahl erfolgreich sein wird? Also, ich glaube nicht. Also ich habe Thievery habe ich auf 3. Ja, und wie funktioniert das mit dem Taschendiebstahl? Ich habe das hier in dem Spiel nicht ganz verstanden. Habe ich noch nie gemacht. Durfte das noch nicht. Stirbt die Gruppe vollständig, dann und nur dann darf die Gruppe entscheiden, ob der letzte normale oder der letzte Schnellspeicherstand geladen wird. Okay. Tim? Ja? Dürfen wir das Pickpocket einmal ausprobieren? Oder wie funktioniert das? Ich klicke das einfach an und dann passiert das und ist es auf Luck oder wie ist das? Naja, du musst dich anschleichen an ihn und dann kannst du rechtsklicken und Diebstahl machen, ne? Aber ist das eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, ob das klappt oder nicht? Was war nochmal der Button für Schleichen? C. Ja, das wird jetzt nicht funktionieren, wenn das du ihn nicht... Ja, musst du klar. Ihn. Also, aber ich wollte es mal wissen. Also hier kann ich es machen. Na gut, dann verwickel den jetzt einfach in ein Gespräch und dann versuch's. Also wollen wir das jetzt wirklich machen? Ja, meinetwegen. Ja, guten Tag, Herr Schriftgelehrter. Ich wollte mich nur entschuldigen für... Also ich kann etwas aufbrausend sein. Die Zeiten sind hart, wissen Sie. Also, das... Ja. Können wir im Hintergrund hier irgendwie so ein bisschen an der Karte rumzuppeln und so, dass wir noch im Hintergrund distracten? Ja, könnt ihr machen. Hoppsa. Okay. Dann machen wir das. Okay. Wissen Sie, wir hatten einen harten Tag gehabt und wir wollen einfach nochmal kurz hier in der Stadt. Warum stapelt ihr hier die Stühle? Ey, was machen Sie denn da? Wie könnt ihr überhaupt so halten? Ist das irgendeine Art von Magie? Ich war mal im Zirkus. Ja. Tim, ich weiß jetzt nicht ganz, wie das funktioniert. Wenn ich da jetzt was rausklicke, ne? Ja.
Dann füllt sich so eine Bar auf, richtig? Genau, du kannst ja nur eine bestimmte Menge tragen. Das hängt ja mit deinem Level zusammen. Okay. Genau. Okay. Also ich kann also alles mitnehmen, bis die Bar voll ist, oder wie genau? Ja, genau. So viel halt reinpasst. Junge, wir brauchen Wiederbelebungsschriftrollen, kein Gold. Also Entschuldigung, was machen Sie denn da mit meinen Stühlen? Ja, ich komme Ihnen da gleich rüber. Ja, bitte. Keine Sorge, wir stellen die wieder zurück. Es ist irgendwie seltsam. Was machen Sie? Nehmen Sie sich immer so daneben? Nehmen Sie Ihr Ding da an die Leine. Also die Stühle sehen einfach nur sehr schön aus, wissen Sie. Und meine Freundin, die mag einfach nur tolle. Ich bin Sammlerin und ich muss den Schwerpunkt kalkulieren. Ich rufe gleich die Wachen jetzt hier. Was wollen Sie denn jetzt? Also ich kaufe jetzt noch was. Ich kaufe jetzt auch. Nee. Und ich sehe gerade, ich habe kein Geld mehr dabei. Das ist natürlich jetzt ganz schön belastend. Es tut mir leid, Sir. Ich werde kurz meine Freunde zurechtweisen. Leute, bitte lasst es doch, okay? Ja, wir stellen die Stühle jetzt wieder schön hin und dann. Nicht, dass du einen Penny unterm Tisch verloren hast. Ja, warte, ich guck mal nach. Ja. Wir sollten den guten Mann jetzt nicht weiter stören. Wir haben ihn, glaube ich, genug belästigt jetzt erstmal. Ja, da ist auch nichts unter dem Tisch. Warum ist da schon wieder ein Stuhl auf dem Tisch? Warte. Ja, ich musste kurz nochmal unter dem Tisch. Das ist unfreundlich und unhöflich, wie sie sich hier daneben benehmen. Also das ist mal wirklich Entschuldigung. Wir wünschen einen schönen Tag. Wir gehen ja schon, ne? Was für ein... wieder unordentlich hingestellt. Hallo, Jungs, let's go! Wir haben den komplett abgezogen. Boys, let's go! Aktion, die es hier gab in der Geschichte. Ist das dumm, ey. Wir haben den komplett abgezogen. Scheiße. Ja, als ob denen das auch nicht auffällt, dass jetzt vier Leute, die sich total seltsam benommen haben, einfach gehen und plötzlich ist seine gesamte Kasse leer und er kann das nicht zurückschließen drauf, dass das irgendwas mit denen zu tun haben könnte. Nein. Vielleicht jetzt nicht sofort. Ich wollte gerade sagen, das wird noch. Das wird Konsequenzen haben, glaube ich. Das wird Konsequenzen haben. Wir müssen schnell zum Hauptmann. Ich meine, du hättest auch einfach nur die zwei Schriftrollen und das Geld nehmen können. Wenn, gönne ich mir jetzt da alles von dem Affen. Der hat mich schlecht behandelt. Und euch auch. Mann, Alter, das wird richtig nach hinten losgehen, Alter. Für das Team. Ey, also wenn wir uns jetzt komplett blank machen, können wir den 13er kaufen. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Also ich habe jetzt Scrolls dabei. Ey, naja, Moment. Wenn man das Diebesgut nicht bei uns findet, dann kann man uns ja auch nichts anmerken, oder? Wo willst du es denn hinpacken? Ja, weiß ich nicht. Verkaufen oder so. Was ist denn das? Wie viele Schriftrollen? Wir können. Verkaufen sie doch. Habt ihr alle Schriftrollen genommen, die er hatte? Nein, natürlich nicht. Natürlich. Eine hat er gelassen. Eine hat er noch. Scheiße. Wir sollten das Diebesgut verkaufen, also die ganzen Schriftrollen außer die Wiederbelebungsdinger vielleicht. Ja, hier bei dem Trödelhändler, oder was? Ja, genau. Irgendwo direkt gegenüber. Ausgeladen, hört ihr jetzt. Entschuldigung, wir haben da zufällig ganz viele Rollen gefunden. Ganz Leute, der hat's, glaube ich, gemerkt, wir sollten ganz schnell weg hier, ehrlich gesagt. Wachen, Stadtwachen! Okay. Guten Tag. Ich bin ausgeraubt. Was ist denn da draußen? Hab wer streitet da draußen? Das interessiert mich. Ich muss immer den neuesten Tratsch und so hier kennen. Ach scheiße, wir sind so im Arsch, Alter. So, bitte. Was soll denn das, diese Dame? Ich will mir nur ihre Schuhe angucken. Was ist denn hier draußen? Mal... Die Frage ist... Ein wirklich schöner Brunnen. Wirklich. Können wir Sachen stashen? Geht das? Nee, ne? Was heißt halt wegwerfen? Ja, nicht wegwerfen, sondern irgendwie, weißt du, wenn du so einen Beutel irgendwo hier hinlegen? Ja, wenn du einen Beutel hast, dann kannst du sie da reintun, ja? Ich hab, glaube ich, keinen Beutel. Lizzie hat eine Robe. Ich will die da wieder hinlegen, aber ich kann die nicht wieder ins Regal legen. Was? Die vier, die wollen waren gerade bei mir im Laden. Was haben die bei dir gemacht? Was soll das? Wir müssen das sofort hier. Ja klar, kann ich eine Beschreibung abgeben gegen die Zwerge, ein Elf und ein Mensch. Scheiße. Mann, Digga. Ja, wir werden das sofort aufnehmen. Die hat schon jeder hier gesehen. Die sind so oft hier in die Stadt gelaufen. Die Fremden, so gefickt, Alter. Wir sind so am Arsch. Warum hast du das gemacht? Wir nehmen das natürlich sofort auf hier und stellen natürlich sofort einen Steckbrief aus. Scheiße, wir müssen weg. Leute, wir müssen weg hier. Wir müssen ganz schnell weg hier. Wir müssen nicht sofort. Wir müssen ganz schnell weg hier.
Wir müssen weg hier. Wir müssen einfach raus aus der Stadt, ganz schnell weg. Wie sie sich jetzt da oben bei den Obdachlosen verstecken. Wir müssen das einfach dazulegen, Zwerch. Wir können alles verstecken. Nein, die haben Wachen. Bei den Obdachlosen, Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, weg damit, weg mit dem Zeug. Das Diebesgut muss weg. Kann ich in die... Oh. Ich wollte da gerade auch was reinpacken. Wo ist denn das jetzt hin? Wir müssen ganz schnell weg hier, Leute. Also, ich hab's gepackt. Du hast es. Oh Mann, Digga.